wenn ich mal hier drücke? Moment. Gamecock Media Group. Atari. High Definition Gaming. Powered by Unreal Technology. Und bei GameSpy. Übrigens auch gepowert, meine ich. AMBX. AMBX. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen, ja, es ist ja kein Let's Play, es ist ein neuer Versuch, den ich gerne starten würde. Und zwar würde ich gerne ein neues kleines Format ausprobieren. Und zwar die Let's Test-Reihe. Ganz einfach nur aus dem Grunde, weil ich mit den Let's Plays immer so unglaublich viel Zeit verbringe, dass ich gar nicht mehr dazu komme, andere Games anzuzocken, die ich gerne ausprobieren möchte und die ich auch gerne, die ich auch ausprobieren müsste für Playmesse, für PlayNation und so weiter und so fort. Da fehlt mir momentan so ein bisschen die Streuung und der Überblick und deswegen würde ich gerne mit euch ein paar Folgen Let's Test ausprobieren, wo wir uns immer wieder aktuelle Spieletitel vornehmen oder auch teilweise inaktuelle. Legendary ist jetzt nicht brandneu, aber immerhin. Und uns einfach mal, naja, den Anfang vom Spiel anschauen und bis zu Punkt XYZ spielen. Ich sag mal so eine Stunde oder vielleicht nicht ganz so lange oder vielleicht auch ein bisschen länger, je nach Game. Und letzten Endes dürft, müsst, sollt ihr dann entscheiden, aus welchem Game wir dann letzten Endes dann ein Let's Play machen. Somit können wir viele, viele Games anschneiden und ihr entscheidet, was ihr sehen wollt. Ich gebe natürlich nur die Games frei, wo ich dann auch wirklich Bock drauf habe, die weiter zu zocken. Weil, ganz ehrlich, bei so einem Gartensimulator oder so, da muss man dann nicht unbedingt 30 Folgen draus machen. Da reicht wahrscheinlich ein Let's Test und mehr muss es da nicht geben. Oh. Aha. Ja, da spielt hier gerade automatisch der Trailer ein. Das wusste ich übrigens auch nicht. Aber naja, so haben wir den Trailer auch mal gesehen. So seht ihr schon so ein bisschen was vom Spiel, worum es da geht. Um die Box der Pandora und um mythische Kreaturen, die beim Releasen der Box sozusagen freigelassen werden. Aber viel mehr weiß ich da jetzt auch noch nicht und genau das würde ich gerne mit euch rausfinden. Hab's nur vorhin mal ganz kurz angespielt, um die Settings anzupassen und so weiter und so fort. Ach, das sieht ja lustig aus. Also es könnte durchaus heiter werden, wie es aussieht. Ach hier, die Worgen aus Cataclysm, ne? Kennt ihr ja. Aha, ein Vogel greift. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall, Legendary ist das erste Game aus der Let's Test-Reihe. Und da würde ich mal sagen, zum Beginn drücke ich jetzt mal eine beliebige Taste. Ich nehme mal das F, das drücke ich jetzt. Ja, klappt wunderbar. Und den Abspann gucken wir uns jetzt mal noch nicht an. Steuerung, Option, was haben wir denn bei der Option? Tralala, das habe ich alles schon eingestellt. AMBX, was ist denn AMBX? Qualität von AMBX Rumble. Das ist wahrscheinlich für Konsolen. Das lasse ich mal alles. Steuerung, tralala, Einzelspieler. Episode laden, PDA ansehen, Vorgeschichte in Bildern. Dann schauen wir uns mal die Vorgeschichte zum Game an. Und die wird gleich bequatscht. Das heißt, ich bin gleich erstmal ruhig und viel Spaß beim Vorspannen. Die Büchse der Pandora war der Sage nach ein Geschenk der Götter. Ein Hochzeitsgeschenk des verschlagenen Zeus mit der Warnung, es niemals zu öffnen. Natürlich war Pandoras Neugier viel zu groß. Sie lugte hinein und im selben Augenblick wurde alles Unheil der Menschheit in die Welt entlassen. Soweit die Sage, die Wahrheit war leider viel schlimmer. Die echte Büchse der Pandora besaß unglaubliche Kräfte. Antike Reiche führten Kriege um ihren Besitz. Schließlich verbarg eine Geheimgesellschaft namens Rat der 98 das Artefakt vor der Welt.
Jahrhundertelang blieb sie verborgen und selbst die nachfolgenden Generationen des Rates kannten ihren Aufenthaltsort nicht. Anfang des 21. Jahrhunderts holten Schatzsucher ein seltsames Relikt vom Meeresgrund. Da sie seine Herkunft nicht ermitteln konnten, brachten sie es zur Untersuchung nach New York. Es gab keine Schlagzeilen, aber meinen damaligen Chef Le Fay interessierte das sehr. Sein starkes Interesse für die Antike, besonders für die Büchse der Pandora, ließ ihn die wahre Natur des Artefakts erkennen. Le Fay wollte, dass unsere Organisation, der Schwarze Orden, sich die Büchse der Pandora noch vor dem Rat holte. Und er heuerte einen Mittelsmann an, den der Rat nicht beobachtete. Charles Deckard war ein Profi-Dieb, der sein Können an den Meistbietenden verkaufte. Durch seine Käuflichkeit wurde er zu einer Schachfigur in Le Fays Plan. Einem Plan, den ich erst durchschaute, als ich mit Deckard zum Museum ging, in dem die Büchse war. Und er Dinge auslöste, die die Welt für immer verändern sollten. Ja, so viel zur Vorgeschichte. Dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal ein neues Spielchen. Ja, können wir ruhig alles andere überschreiben. Und dann sagen wir mal Schwierigkeitsstufe normal. Und dann mal ganz kurz auf Fraps warten. Ich sehe gerade, dass die Framerate wieder so ein bisschen Mucken macht. So, jetzt. Nein, noch nicht. Ach Mann, blöde Framerate. Ich hasse dich. Framerate! Los! Der rödelt hier auch wieder. Ich muss den dringend mal defragmentieren, die alte Kiste. Der lief jetzt gerade 2 Monate durch und da habe ich gerade heute endlich mal die ganzen Treiber auf den neuesten Stand gebracht und jetzt sträubt er sich scheinbar noch so ein bisschen. So, probieren wir es mal. Helligkeit, alles gut. Hier soll man das schwarze A erkennen, das kann ich einigermaßen gut erkennen, also drücke ich mal auf Bestätigen. Laden. Verwende die gespeicherte Animus-Energie, um deine Gesundheitsanzeige wieder aufzufüllen, indem du die Animus-Taste gedrückt hältst. Aha. Also wenn ihr mal out of Animus seid, immer mal die Animus-Taste drücken. Jetzt aber erstmal ruhig. Klasse 7a. Drei, fünf, fünf, sieben, null, Enter. Die Büchse der Pandora. Hier reinstecken. Und so nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Und nicht nur die Ereignisse nehmen ihren Lauf, auch wir nehmen jetzt unseren Lauf. Und hier erfolgt jetzt erstmal das kurze Tutorial. Mit WSAD können wir uns bewegen. Maus können wir zum Schauen benutzen. Schau, schau. Ach, schau mal da. Ach, schau mal da. Tja, schauen wir uns mal um. Und mit E können wir fortfahren.
Das Tutorial ist ein bisschen hakelig gestaltet. Da kriegt man die ganzen Informationen hier einfach auf den Monitor geklatscht und das war's dann. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Also, die Büchse der Pandora hat das Siegel in deine linke Hand gebrannt. Du kannst jetzt Animus-Energie aufsaugen, die du in der Welt findest. Befindest du dich in der Nähe von Animus-Energie, so leuchtet dein Hut. Drücke E, um vorzufahren. Das mache ich doch glatt. Und da ist jetzt Animus-Energie gelandet. Halte F gedrückt, um Animus-Energie aufzusaugen. Das machen wir natürlich gleich mal. Hui. Halte F gedrückt, um Animus aufzusaugen. Ja, mit gespeichertem Animus kannst du deine Verletzung heilen. Halte F gedrückt, um dich mit gespeichertem Animus zu heilen. Aha, ich drücke jetzt mal F, um mich mit gespeichertem Animus zu heilen, weil wenn ich F drücke, kann ich mich mit gespeichertem Animus heilen. Ich speichere mich jetzt gerade mit gespeicherten... Also ich heile mich. So. Halte Q gedrückt, um einen aktuellen Wegpunkt zu sehen. Ich drücke und... Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass das passiert, wenn ich Q... Hörst du mich? Ich bin's, Vivian. Was ist passiert? Weiß nicht. Ich hab Q gedrückt. Du musst da raus. Such dir einen Weg nach draußen. Ich bin auf der anderen Straßenseite. Ja, wie nach draußen? Hier ist doch alles gesperrt. Da geht's nicht weiter und... Da geht's jetzt weiter. Moment. Und da hat's gerade jemanden erwischt und jetzt bloß nichts wie raus hier. Also merken, niemals Q drücken, man weiß nie, was passiert. Außer nochmal schnell Animus-Energie aufsaugen, um dann Lebensenergie zu speichern. Oder so. So, viel Wahl haben wir... viel Wahl haben wir nicht. Steuerung links drücken, um Einsatzziele, Nachrichten und Infos auf dem PDA anzusehen. Das machen wir doch gleich mal. Huch. Ist auch immer so ruhig geworden. Steuerung links haben wir gemacht. Aufgenommen. Abgefangene Textnachricht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich... Das ist ja ein bisschen umständlich gemacht. Abgefangene Textnachricht. Ich sagte dir doch, dass es in den großen Städten zuerst losgeht, Ted. Falls du da rauskommst, wir haben hier draußen im Lager einen Raum. Viel Glück. Was auch immer losgehen soll. Unser Zug ist gegen etwas Gewaltiges geprallt. Das ist doch alles noch aus dem vorherigen Spiel. Das dürfte ich doch hier noch gar nicht haben, in diesem Spielstand. Ich habe es ja vorher schon mal angespielt, um alle Einstellungen zu machen, aber diese Dinger dürfte ich eigentlich noch gar nicht haben. Naja. Ich will also gerade das Internetcafé verlassen. Da hat so ein verdammter Adler meinen Wagen gestohlen. Ich muss mich verstecken. Ich glaube, er kommt zurück, um mich zu suchen. Das werden wir später alles noch erfahren, was es damit auf sich hat. Das hier alles dürften wir noch alles gar nicht wissen in diesem Spielstand. Naja, dann mal gucken. Ormond Le Fay. Auf den ersten Blick war Le Fay wie alle meine Kunden. Reich, reserviert und besessen von seiner teuren und illegalen Kunstsammlung. Es stellt sich heraus, dass er etwas anderes ist. Dass er etwas anders ist, meine ich natürlich. Und ich weiß verdammt nochmal nicht, in was er mich da verwickelt hat. Ich hätte meinem Instinkt folgen und einfach weggehen sollen, als ich noch konnte. Die Geschichte der Büchse der Pandora. Die früheste schriftliche Fassung der Pandora-Saga stammte aus dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und wird Hesiod zugeschrieben. Ob er wohl wusste, was das Artefakt wirklich war und dann seine eigenen Versionen der Saga schuf, um die Leute zu erschrecken, die Büchse jemals öffnen zu wollen? Wir werden es nicht erfahren. Murphys Gesetz. Es sollte ein leichter Job werden. Reingehen, den Inhalt der Büchse der Pandora holen und wieder raus. Dieser verrückte alte Le Fay wollte mir so viel Geld dafür zahlen, dass es mir nichts ausmachte, als er darauf bestand, dass seine Assistentin Vivian als meine Fahrerin mitkam. Und dann ging das Ding in die Luft. Was ist das für ein Teil? Und warum wollte Le Fay, dass ich es öffne? Mein ganzes Inneres schreit Komplott, und ich wette, Vivian kann mir einige Fragen beantworten. Und da werden wir sie natürlich befragen. Jetzt noch ein paar Infos über Vivian. Oh Gott, das ist so viel. Das lese ich, glaube ich, mal später. Ja, das lese ich später. Weil jetzt zu Anfang des Spiels wollen wir natürlich mal was vom Game sehen. Hier wird gerade fleißig evakuiert. Hilfe!
Hol mich raus! Hol mich raus! Hallo! Hört mich jemand? Naja. Okay, zum Bücken, C drücken. Uah. Und offenbar werden wir jetzt vom Skript verfolgt. Hallo? Au. Ah. Okay, also wir haben keine Zeit, hier irgendwie rumzustehen und Maul auf den Fall zu halten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, au, ah, ah. Mein Gott, Eckert, was ist das für ein Strahl? Raus da sofort! Ja, ich beeil mich doch schon. Hetz mich nicht, ich bin sensibel. Oh. Da ist jemandem gerade die Frau gestorben, wie es aussieht. Schnell, 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 schnell. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Oder Ihnen vielleicht? Hallo? Ich glaube, da kommt jede Hilfe zu spät. Und wir müssen erstmal unseren eigenen Arsch retten. Was wollen die von mir? Warum passiert sowas immer mir? Ja, dir alleine passiert das. Das passiert uns anderen überhaupt nicht. Nur dir. Heulsuse. Mann, Mann, Mann. Huch. Achso, wir können es gleich mal heilen zwischendurch mit der gespeicherten Animus-Energie. Und jetzt drücken wir mal zum Umgehen E und halten das. Und weiter geht's. Ach Mensch. Finde das Wasserventil, um das Feuer zu löschen. Das war auch total gut versteckt, das Wasserventil. Na. Ach nee. Wasserventil, Wasserventil. Und weiter geht's. Feuer ist gelöscht, jetzt können wir hier durch. Und mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Wo wir... Ah. Also nochmal den Schaltkreis kurz schließen hier. Los! Was ist das denn? Ach, ich dachte, die verschwindet jetzt einfach. Ah, und hier kann man sich für die Gruppe registrieren lassen, wer hier gerne mal ins Museum möchte. Das kostet nur $9,99 für 2 bis 4 Personen. Ab 5 bis 8 wird es dann aber günstiger für $16,99. Und 8 und mehr kosten dann $30. Und unter Kinder unter 8 Jahren dürfen kostenlos rein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße! So, apropos, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, ich lauf doch schon, ich laufe schon. Ach du Scheiße. Ach du. Heilige Scheiße. Ach du Kacke. Ich lauf. Ach du. Äh.
Hallo, ich... Ich bin vom Museum abgeschnitten. Ich fahre mit dem Auto zur nächsten Ecke. Da treffen wir uns. Ach, du heilige Scheiße. Wo soll ich denn lang? Ich hab nicht mal eine Waffe und gar nichts. Wie soll ich denn jetzt hier überleben? Wo bist du? Nein, ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ach du Scheiße. Und jetzt frisst er den ja ganz gemütlich. Nom. War da einer? Oh, ja, da war einer. Ich habe ein bisschen Vita-Kraft vielleicht. Oder Trill. Das gute Trill. Oh, Axt. So, können wir die aufsaugen? Nee, wir sind noch voller Energie, was mich aber verwundert. Lege mit der Axt die Tür frei und da... Ach du Scheiße, schlechte Idee. In den Arsch, Productions! Nicht so, na gut. Ach du... Kacke. Lauf! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Das ist jetzt aber hoffentlich kein Endboss oder sowas. Okay, ja, mit meiner epischen Axt werde ich den sofort besiegen. Komm schon, ich mach dich alle. Ja, lauf nur weg. Ach du heilige Scheiße. Boah. Also, wenn ich das Spiel mit einem Wort beschreiben müsste bis jetzt, so die ersten Spielminuten, es ist ein bisschen fisselig, aber es sieht definitiv extrem episch aus. Es macht... Es macht auf jeden Fall einen super epischen Eindruck. Kontrollpunkt erreicht, hier wird gespeichert. Halte umschalten links gedrückt, um ein Hindernis vorbeizusprinten. Ich weiß zwar jetzt nicht an welch. Ach, an dem da wahrscheinlich. Aua. Naja, hat da super funktioniert. Vielleicht sollte ich sprinten, wenn die Flamme nicht rausguckt. Wie krass das auch aussieht. Und wie dankbar ich bin, dass uns keiner der Vögel irgendwie angreift. Und ich wünschte jetzt schon, dass ich das nicht gesagt hätte. So, zum Zielen rechte Maustaste drücken. 1, 2 für die Pistole. Und 0 für die Axt. Ne, was war das für die Axt? 3. Verstehe ich zwar nicht die Reihenfolge, aber gut, ist mir jetzt auch egal. So, ach Mensch, guck mal. Hallo? Kann ich den vielleicht auch heilen? Nö, ich heile mich einfach mal vor seinen Augen selbst. Gnadenschuss vielleicht? Der Gnadenschuss entfällt heute. Was war das denn gerade? So, wir sollen gleich aufs Brett schießen. Erstmal hole ich mir die Knarre und leider... Was mich ein bisschen stört, so ein kleines Manko, das ist, dass man hier keine Tür öffnen kann, um dann irgendwie extra Räume zu erforschen. Es ist also wirklich in dem Falle sehr linear gehalten hier. Nachladen R, wie immer, und jetzt mal weiter gucken.
Don't be a Surpuss. Springe beim Laufen, um weiter zu springen. Ach, klappt ja. Ach du Scheiße. Ach, da hängt ja einer. Ja, schlechte Idee für ein Workout heute. Verfolge das Wasserrohr bis zum Ventil zurück, um das Feuer zu löschen. Ich sehe gar kein Wasserrohr. Ach doch, da. Okay. Na. Wassermarsch! Das Wasser hält aber auch nur so lange, bis das Feuer gelöscht ist. Das ist sehr praktisches Wasser. Das denkt mit. Hier wird der Klimaschutz noch groß geschrieben, wie man sieht. Und die pflücken den auch zum Glück nicht weg. Also der hat richtig Glück, der Junge, da oben zu hängen. Uah. Was war das denn gerade? So, jetzt aber mal hier ein bisschen Energie tanken. Und jetzt irgendwohin weiter, nach da unten vermutlich. Hier gibt es noch ein bisschen Energie. Und weiter geht's. Nein, nein, nein! Ja! Dämliches Vogelvieh! So. Ja, Menschen, wählen Sie dich, hatte ich auch mal, der war aber netter. Gespeicherter Animus kann man in kurzen Stößen abfeuern. Tippe F doppelt an, um einen. Ah ja. Der Animusstoß beeinflusst Monster und manche Objekte im Nahbereich. Da lassen wir uns mal überraschen. Warte, ich helfe dir. Nein, mach ich doch nicht. Ich helfe doch nicht. So. Ich müsste mal so einen Katzenkill-Counter einrichten. Hehe. Hallo? Na, du kleiner Fettmops. Wo will der denn hin? Uah. Wow. Ach, und da kommt gleich der nächste. So, die hinterlassen zum Glück ein bisschen Energie. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ach, wir sind noch voll. Und das war der dritte im Bunde. Ich hoffe, das werden nicht noch mehr. Da gibt es ein Wasserrohr. Und jetzt versuchen wir mal zu gucken, ob wir... Wir kommen aber nicht mehr da hoch. Egal, wir laufen jetzt hier in das Dingen rein. Hoffentlich sind wir da einigermaßen sicher. Da hinten ist erstmal keiner. Und jetzt mal gucken, wo wir hinkommen. Aua. Hab mir gerade voll die Füße verbrannt. So, hier kommen wir offensichtlich... Ach doch, in den nächsten Zug kommen wir hier rein. Und jetzt mal schauen. Hier liegt noch eine Knarre. Yeah.
Scheiße. So, gib mal her. War's das? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Und jetzt weiter hier entlang. Ach du Scheiße. Das sind wieder die Viecher gewesen. Hallo, kann ich meine Mutti anrufen? Vielleicht, dass ich heute später zum Essen komme? Ach schade, kann ich hier nichts benutzen? Schade. Also ein bisschen mehr Gimmicks wären schön gewesen, aber naja, man will ja nicht meckern. Zum Aktivieren drücken wir erstmal E, um den Feueralarm auszulösen. Und damit werden offensichtlich die Feuer tatsächlich gelöscht, auch diese Höllenfeuer. Uah! Was die Herrschaft aber offensichtlich gar nicht so gerne sehen. So, gleich mal eingesackt und jetzt hier nochmal... So, jetzt. Was macht er denn da? Hä? Was war das denn gerade Merkwürdiges? Naja, tot ist tot. Und jetzt einmal weiter. Einmal wieder kurz schließen. Neo-mäßig ins System hacken und mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Deckard, kannst du mich hören? Ja. Lecker, lecker, lecker. Wieso? Wieso geht die Alte denn davon aus, dass wir noch leben überhaupt? Und wo geht's jetzt da lang? Ach, Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ach Mensch. Boah, ach Mensch, jetzt hört's aber auf hier. Nein! So, war's das? Kommt hier noch einer? Oh. Also auf jeden Fall sollte man hier ein bisschen vorsichtiger sein. Mit den... Aua! Wer war das denn jetzt? Ach, Mensch. Ich dachte, da kommen wir jetzt rein, aber leider... So, jetzt nochmal schnell die Energie hier sammeln, weil langsam wird es ein bisschen knapp. Jetzt frage ich mich aber, wo müssen wir denn... Uah! Ah. Müssen wir da rüber? Ach du Scheiße. Wenn es Bratmaxe gibt, dann sind alle... Aua, aua, Bratmaxe, aua. Okay, ich habe nämlich keine Lust, wieder auf den Gleisen zu enden. Wie damals in 4. Hier muss es doch irgendwo lang gehen. Hier zum Beispiel. Ah.
So, jetzt einmal kurz die Gesundheit wieder aufladen. So. Und jetzt mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ach, hab ich gar nicht gesehen. Und ich habe so ein bisschen das unbestimmte Gefühl, wenn man zielt beim Schießen, dass die Viecher dann schneller sterben oder dass man mehr Damage macht. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Ach, Kacke. So, kommt da jetzt noch einer rausgeschissen oder hier? Nee, wir können ja wieder... Ach. Ach so. Also die Viecher reagieren leicht allergisch auf Wasser, weil die direkt aus der Hölle kommen und aus flüssigem Lavagestein bestehen. Oder aus Magma, wie man ja so gerne sagt. So. Ah, alter Schwede, habe ich mich gerade erschrocken. Boah. Was macht er denn da hinten? So, ich wollte eigentlich... Ach Mensch, jetzt hört's aber auf. Die blöden Schoßhündchen. Ja, ja, ja. Ach Mensch, und wieder kann... Und jetzt keine Muni mehr. So geht's natürlich auch, aber jetzt erstmal hier schön auf die Tränendrüse drücken. Der ist ja eh gleich tot, hoffe ich. Offensichtlich ja nicht so. Aha. Ich glaube, der ist ein bisschen grenzdebil im Kopf. Der haut sich immer mit dem Kopf gegen die Wand. Also zimmern wir den guten Mann mit dem Kopf mal einen zweiten Scheitel, würde ich sagen. Und jetzt holen wir uns aber erstmal neue Muni. Ich glaube, die müsste hier ja sein. So, können wir jetzt nachladen, bitte? Dankeschön. Diese lustigen, mystischen Geräusche immer. Wo kommen wir denn jetzt weiter? Hier nicht? Hallo? Da liegt irgendwas. Eine Nachricht erhalten. Heruntergeladene E-Mail. Jim repariert einfach die Tür zum Lagerraum nicht. Mittlerweile kriegt man sie gar nicht mehr auf. Wie will der denn da reinkommen? Indem er durch die Luftschächte kriecht? Na, ob das mal ein Hinweis war, ich weiß es nicht. Wir kriechen jetzt mal hier zurück durch die Luftschächte. Da oben kommen wir nicht lang. Haben wir hier einen Luftschacht übersehen? Aha, nee, aber eine Leiter. Ist das jetzt hier, wo wir schon waren oder nicht so? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Da probieren wir mal unser Glück. Irgendwann müssen wir hier hinkommen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Da oben kommen wir noch nicht lang. Auf jeden Fall sieht es hier sehr vertrauenserweckend aus. Und auch die Geräusche sind sehr vertrauenserweckend. Genauso wie das, was hier offensichtlich Klauenspuren sein sollen. Ich wollte doch eh drücken. Hallo. So, bevor wir da jetzt lang gehen. Hier geht's gar nichts. Also mit anderen Türen passiert überhaupt nichts. Und jetzt mal gucken, was uns hier noch freudig entgegenspringt.
Und wir haben eine Nachricht erhalten vom Limos-Werwolf. Diese wolfsähnlichen Kreaturen leiden unter einem rasend schnellen Metabolismus, durch den sie sich in einem Zustand dauernden Hungerns befinden. Dies drängt sie dazu, Tag und Nacht nach Nahrung zu suchen. Diese ausgehungerten Limos-Werwölfe sind leichte Beute, wenn sie nicht gerade im Rudel auftauchen. Ja, leichte Beute hat man ja gerade gesehen, das war auf jeden Fall Pipifax. Das mache ich manchmal beim Spazierengehen am Nachmittag. Ach du Scheiße. Da scheint auf jeden Fall jemand nicht sehr glücklich über unsere Flucht zu sein. Und ich vermute mal, wir werden gleich einen alten Freund wiedersehen. Ach du Scheiße. Das sieht ja aus wie in Köln an einem ruhigen Vormittag. Bloß rein hier. Da nicht so. Was macht er denn da? Fitnessübungen. Okay, nach oben geht's auch nicht, also müssen wir hier lang. Ach du Scheiße. Mann. Free Online Music. Ist ja auch wichtig, das mal zu erwähnen. Abgefangene Textnachricht. Bob, erinnerst du dich, als ich dich einen waffenverliebten Knallkopf nannte? Tja, es tut mir wirklich leid und ich brauche so schnell wie möglich deine Hilfe. Bitte ruf zurück. Wow, da unten ist ein Molly. Drücke G, um Molotow-Cocktails zu werfen. Soldaten? Okay. Ich gehe mal ganz kurz hier rein und frage mich mal ganz kurz. Was war das denn gerade? So, ich gehe mal ganz kurz hier rein und frage mich gerade. Also, ne, die ganze Welt ist ja gerade am Arsch und die ganzen Monster aus der Büchse der Pandora, die Hölle tut sich auf, alle greifen an, der Himmel tut sich auf, da greifen auch alle an. Die Welt ist mittendrin im Kreuzfeuer zwischen Gut und Böse und dient quasi als Nahrungsmittel zwischendurch, als kleines Häppchen. Und dann kommen diese ganz schlauen Soldaten und haben nichts Besseres zu tun, als Jagd auf Decker zu machen, der wir ja offensichtlich sind. Da frage ich mich, ob man vielleicht zurzeit nicht andere Probleme haben sollte. Aber gut, wer bin ich schon, das zu hinterfragen? Es wird sicherlich seinen Grund haben und wir werden jetzt erstmal Soldaten schießen gehen.
Wer? So scheint es am effektivsten zu gehen. Und es waren ja, glaube ich, nur drei. Ich hoffe mal, ich habe mich da nicht getäuscht. Natürlich kommen da noch mehr. So, erstmal ein bisschen klarkommen hier mit der Steuerung wieder und mit den neuen Waffen. Scheint aber ganz gut zu gehen. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Munition sparen, weil ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht. Lackett, wenn du den Soldaten begegnet bist, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, dass es keine Regierungstruppen sind. Sie gehören zu Faes privaten Sicherheitskräften. Er will uns beide erledigen und ich weiß nicht warum. Ich steuere den Times Square an. Komm dahin und beeil dich. Klaro. Beeilung ist ja mein zweites Geschäft. Aua! So, der sollte doch jetzt eigentlich... Ich hätte eigentlich gedacht, dass die jetzt von dem Wasser quasi versteinert werden. Ja, ich komm schon, danke dir, Alter. Boah. Hier sind sie vor diesen Feuerdingern sicher. Die mögen kein Wasser. Haben Sie irgendeine Idee, was hier los ist? Nee. Ich dachte erst, das wäre eine Art Angriff. Ja. Aber dann tauchten diese Monster auf. Oh Mann, ja. Langsam glaube ich, das könnte der Weltuntergang sein. Wissen Sie, kommt mir so vor, als hätte ich mal öfter zur Kirche gehen sollen. Oder öfter den Mund bewegen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will nur nach Hause, wenn es das noch gibt. Kommen Sie, lassen Sie uns irgendwo hingehen, wo es trockener ist. Was zum Teufel ist das? Es sei denn, sie werden geköpft. Ach, hör mal auf, der wirft die einfach mit Krempel rum. Boah. Das ist jetzt aber ein bisschen ätzend, dann immer die richtige Waffe zu finden. Moment. Auf der 3 liegt die Axt und damit müssen wir die köpfen. Und auf der 1 haben wir gerade die... das Maschinengewehrchen. Follow. Da kommen wir leider nicht hinter. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr linear gehalten. Man kann hier nicht mal hinter den Tresen gehen, wie ich das sehe. Und auch nicht mal eben irgendwie einen Abschnitt erkunden, sondern man muss wirklich immer dem jeweiligen Spielabschnitt folgen und hat keine Wahl, woanders hinzugehen. Ach, weißt du, wenn hier eh noch Muni liegt, was soll's. So, unser Freund ist leider... hieß es da nicht leichte Beute vorhin? Hör! So. Irgendwo klingelt hier die ganze Zeit ein Telefon. Aber rangehen kann man ja auch nicht. Schade, schade. Aber dann... retten wir wenigstens mal unseren Arsch, so gut es eben geht. So, merken, es gibt hier flammbare Dingens. Flammbare Tonnen, die werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas mit dieser Plattform machen. Oder Moment, da geht es ja nach oben. Ich habe immer das Gefühl, ich höre hier Schritte oder sanfte Werwolf-Tatzen. Und welcher Idiot hat denn die Leiter dazu gestellt? Wie dumm ist das denn?
So, wir haben hier zwei Fahrstühle. Das kommt mir noch bekannt vor. Und da haben wir... Die kriegen wir nicht kaputt. Die kriegen wir auch nicht kaputt. Ah. Nein, nicht so. Na. Ach Mensch. So, langsam lichtet sich das doch. Und jetzt reicht es auch. Jetzt kommen wir die Leiter nämlich... Also jetzt kommen wir die Leiter. Also jetzt... Der kann auch nur 2 Millimeter hoch springen und dann hört sich alles auf. Schon wieder so ein mega, mega, mega Special Agent. So, na los. Na los! Und weiter geht's. Geht's da weiter nach oben? Nee, natürlich nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir jetzt mal ein anderes Gebiet hätten erkunden dürfen. Und ich glaube, hier müssen wir schnell springen. Oder auch nicht. Oder müssen wir vielleicht hier schnell springen? Oder sind wir hier immer... Nee, wir sind hier richtig, wie es aussieht. Diese Tür ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Es gibt einen manuellen Schalter im Büro des Lagerfuhrarbeiters. Sie müssen einen Weg nach da oben finden, um an den manuellen Schalter für diese Tür zu kommen. Ja, dann machen wir das doch. Warrington, Import, Export. Achso, jetzt sind wir wieder hier oben. Ach, hier kommen wir aber ganz zufällig rüber. Ich höre einen Werwolf. Tschüss. So. Ich dachte, da kommt jetzt noch einer, aber zum Glück nicht. Können wir hier irgendwas mitnehmen oder irgendwas gebrauchen? Irgendeinen Schalter hebeln, Hebelschaltern. Es muss doch hier irgendwo weitergehen. Ach. Also das Nachladen dauert ganz schön lange. Vielleicht sollte ich das zwischendurch mal machen. Und nicht erst mitten im Kampf. Das wäre vielleicht ratsam. So, jetzt erstmal wieder nach oben und dann mal gucken. Da oben ist noch irgendwie so ein Übergang. Da muss man später bestimmt auch noch hin. Aber fürs Erste wüsste ich gerne, wo wir jetzt lang müssen. Ja, super. Dass man hier auch keine Tür aufkriegt. Und da kommt der nächste Werwolf. Ja, hau doch ab. Ja, komm noch wieder. So, Köpfchen muss man haben. Ach so, hier geht eine Planke rüber. Das heißt, wir müssen... Moment, ich glaube, das könnte sein. Schütze! Aua. Aber ich komme trotzdem nicht da hinten rüber. Ich muss irgendwie da hinten hinkommen und ich weiß nicht wie. Hochspringen kann man hier auch nicht. Ach Mensch. Ach, der hat schon gar keinen Kopf mehr.
Naja. Ja, aber das Blöde ist, uns geht sonst hier langsam die Muni aus, ne? Wenn wir hier nicht mal langsam zu Potte kommen. Deswegen laufe ich mal wieder zurück, aber ich glaube, hier geht's sonst... Nee, hier geht's sonst nirgends mehr hin. Naja, dann würde ich mal sagen, ich speichere an dieser Stelle, beziehungsweise am letzten Kontrollpunkt in dem Fall. Und, somit haben wir Legendary angespielt oder angezockt und ob wir das Game weiterzocken, wann wir das Game weiterzocken, das liegt ja natürlich ganz in eurer Macht. Und zwar, sobald wir aus dem Let's Test ein Let's Play machen. Jawohl. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mal für diese Aufnahme und, tja, sage mal Tschüssikowski.